Hallöchen. Na, da habe ich mich reingeschlichen in den Stream. Schönen guten Tag. Oh boy, was? Woher? Ach so, von da. Alles klar. Hallo, Dopsy, natürlich. Ach so. Dopsy hat ja diese komische Angewohnheit, jedem hier einen Sub zu verpassen, der hier einmal reinkommt. Da kann ich nichts für, das ist wirklich. Alles sein Ding. Hi, na, Montagabend, ist es nicht schön? Geht die letzte Woche vor Weihnachten? Geht's jetzt langsam dem Jahr entgegen, dem Jahresende entgegen, wollte ich sagen. Da kann man doch nochmal sich ein bisschen mit Silent Hill 3 beschäftigen. Dachte ich, ist eigentlich ganz schön. Ich würde gerne den Kurti auch schon zeigen. Kurti ist aber gerade ein bisschen aufgedreht. Der saß hier die ganze Zeit so rum und da dachte ich ihm, ach, ein kleines Leckerli. Dann habe ich ihm ein Leckerli gegeben. Na, hat er richtig. Ich weiß nicht, was er so ist. Ich glaube, da war Fleisch drin oder so. Ich habe mir auch einen hervorragenden Beruhigungstee gemacht, tatsächlich. Nee, ein Anti-Stress-Tee. Gar kein Beruhigungstee, sondern ein Anti-Stress-Tee habe ich mir gemacht. Weil ich dachte, das muss doch alles nicht so stressig sein. Man kann doch alles auch ein bisschen entspannter daran gehen. Und deswegen habe ich mir einen Anti-Stress-Tee gemacht. Es kann aber sein, dass es auch so einschläfernde Wirkung hat. Ich habe nämlich auch so einen Entspannungstee und der haut einen echt weg. Also so ein Vorschlaftee, wie heißt das denn? Ein Einschlaftee. Vorschlaf finde ich aber auch gut. Fabian Kleinbauer, abonniert mit Prime Gaming. Dankeschön, da freue ich mich sehr. Ich freue mich über alles. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich über Silent Hill. Ich freue mich auch grundsätzlich darüber. Amelie ist wieder da. Also, die ist auch wieder zurückgekommen. Wer gestern dabei war, was sie war gestern Abend unterwegs. Also, hat alles schön geklappt. Und deswegen bin ich heute mal entspannt. Gestern war ein bisschen stressig im Krankenhaus. Heute habe ich das Gefühl, es wird bestimmt. Oh Mann. Ich habe so ein bisschen Angst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ansonsten, ihr habt alles im Griff. Oh, ich bin schon entspannt. Oh, bin ich schon entspannt. Da ist ja Leo schon wieder. Mats, du liegst seit Jahren in einem Schlaftee-Koma. Ich habe schon alles versucht, dich zu erreichen. Versuchen wir so. Ja, das sagt ihr jedes Mal. Das sagt ihr jedes Mal. Oh, der ist hervorragend. Der geht so richtig schön. Der wärmt so richtig von innen alles an. Auf. Ein. Erwärmt. Erwärmt. So. Da sind wir jetzt da, wa? Bin ich entspannt? Ich bin sehr entspannt. Falls ihr euch fragt, wie entspannt ist Mats eigentlich gerade, kann ich euch sagen, sehr, sehr, sehr entspannt. Leo, freut mich übrigens, dass du da bist. Wieso ist hier abgeschlossen? Wieso kann ich hier nicht raus? Achso, ich bin falsche Tür. Im Gegensatz zu Tee, den man sich auf die Hose kippt und von außen nimmt. Das klingt so, als wäre das etwas, was du schon gemacht hast. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das würde mich irritieren. Moment, ich muss mich orientieren. Da lang. Und dann rechts und dann sind wir einmal im Kreis gelaufen und schon ist da die Ausgangstür. Leo hat nie eine Hose an. Fake. Nee, ich glaube, der hat schon eine Hose an. Komme ich hier nicht mehr raus? Ich finde nicht mehr raus. Da, jetzt bin ich richtig. Bin genau einmal im Kreis gelaufen. Ich habe Leo gesehen, er hatte eine Hose an, glaube ich. Oder es waren sehr dreckige Beine. Leo trinkt nur Teewetter. Nur eins. Ich trinke Hopfentee. Hopfentee ist auch schön. Was? Was that wrong? It's your fault that he. But surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Ah ja. Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. Na ja. And you think God is going to save you? Ha! Mit What do Chloe. you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Er hat dich nicht sehr liebevoll geschlagen oder getreten oder zum Weinen gebracht. The memory of his cruelty is forever burned into my mind. Sind das Geschwister oder so? Nee, ne? Yes. Yes.
And that's why we need God. Danke, Leo, danke. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. I'm all alone. You don't understand. None of you do. Hey, ist total gut, mit so einer Zwischensequenz erstmal einzusteigen. Falls ihr euch erinnert an gestern oder so wie ich älter seid. Ist aber schön draußen. Gestern haben wir, also im Krankenhaus gab es einen Anruf vom Vater von Claudia, der gesagt hat, er ist im Keller und ob wir ihn rauslassen können. Und der hat seine Tochter gehasst und wollte ihr das Handwerk legen. Im Keller haben wir dann festgestellt, überraschenderweise, dass der irgendwie schon so ein mumifiziertes Monster war. Und in einem sehr unspektakulären Kampf haben wir ihn dann besiegt und dann ist er draufgegangen. Deswegen war das, dass der hat sich das darauf gerade gezogen. Mich wundert jetzt natürlich, dass Vincent und Claudia irgendwas zusammen am Laufen haben. Das finde ich interessant. Eine Sache wollte ich übrigens auch nochmal checken. Und zwar sind die Zwischensequenzen bei mir auch mal relativ leise. Aber offensichtlich gibt es hier keine, also verhältnismäßig leise. Ich habe es auch nochmal im Stream nachgehört, das ist okay. Aber ich dachte, ich kann hier vielleicht nochmal irgendwie separat lauter machen. Jetzt weiß ich nicht, ob das quasi die Musik, ne, jetzt wahrscheinlich ist es in den Soundeffekten mit drin, ne? Naja. Ne, gibt's nicht. Naja, gut, okay. Sonst würde ich die mal manuell ein bisschen lauter machen, aber ich bin hier schon so ein bisschen auf Anschlag, deswegen ja. Ja, der Bosskampf war, ich würde sogar behaupten, es war einer der, also ich, Silent Hill, die Serie, hat jetzt, glaube ich, nicht die allergeilsten Bosskämpfe rein mechanisch gehabt, aber die Inszenierungen, so im ersten Teil, so der Wurm und die Motte und was gab's denn da noch alles, das war schon irgendwie ganz cool. Weil auch eine gewisse Hektik und so entstanden ist. Silent Hill 2, ja Gott, hat eigentlich kaum Bosskämpfe und die sind auch nicht so mega gut. Die sind halt gut, weil sie in die Story richtig integriert sind. Aber das, was hier gerade stattgefunden hat, am Ende ist halt schwierig, weil es halt eine Figur ist, die man eigentlich überhaupt nicht kennt. Und dann ist es so pseudogruselig, weil man halt in so einem Wasserkeller, was auch immer ist. Oh, ein großes V für verledigt. Nee, 106. Da wollen wir wieder hin, da sind wir hergekommen. Ah, klar. Der war echt merkwürdig schlecht. So. Das war jetzt der dritte Bosskampf. Der zweite war relativ nervig. Ich sag heute oft relativ, weil man muss natürlich immer sich distanzieren. Nee, der zweite Bosskampf gegen den Laufetyp war nervig. Liegt hier was? Und man kann noch nicht mal an den Zaun ran. Ach nee, das ist Sand. Ein Sandhaufen. Also eine Baustelle ist abgesperrt, alles klar. Der Wurm, wie gesagt, den fand ich irgendwie noch ganz nett. Auch wenn der mechanisch auch eigentlich nicht besonders kompliziert war. Wo sind die ganzen Monster hin? Alle weg? Nee. Oh no! Die finde ich auch sehr entspannt. Einen Schluck vom Tee nehmen. Die habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was das ist. Irgendeine Maschine. Können wir hier rein? Da ist nicht mal eine Tür. Gibt's jetzt hier was? Nee. Ich habe auch noch nichts gefunden hier irgendwo, ne? Also hier liegt nichts rum, wenn ich das richtig verstehe. Ist alles sehr leer. Kostet Benzin gerade. 1,17,9 für Unleaded Premium. Ist das bleifrei dann? Unleaded bleifrei, also Premium? Naja, kann ja sein, ne? Ich wollte nochmal hier nach links laufen, weil da waren im zweiten Teil sehr schöne Schilder. Ich will mal gucken, wie weit man hier reinkommt. Wenn ich da noch hinfinde, einfach jetzt nach links, alles klar. Ich mag aber, also hier ist es atmosphärisch wieder cool. Auch wenn wir natürlich gerade mit dem Katana hier rumlaufen. Sie sagt bestimmt gleich, da will ich gar nicht hin. Und dann sage ich, ach ja da. Ach, Heather. Die Galone sehr günstig. Sollen wir was mitnehmen? Silent Hill. Hill. Ach so, Hill. Ich dachte, Silent 3. Silent 5. Was steht da? Hedge. Historical Society. Ach so, ja klar. Hier gibt's nichts für mich zu tun. Ach, Heather. Woher weißt du das denn? Das kannst du gar nicht wissen.
So, mal hier gucken. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas. Das sagen ihre Kopfschmerzen. Das kann sein, ja. So, wir müssen irgendwann mal wieder rechts rüber. Diese Riesenstraßen. Waren die im... Doch, die waren auch im zweiten Teil so groß, ne? Ich glaube, im ersten waren sie noch gewaltiger, diese Straßen. Die waren so breit, wie die bei uns lang sind. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Heather Egg? Oh no. Ah, Hunde, lange nicht gesehen. Wie ist eigentlich die Gesundheit? Bringt er uns jetzt um, wenn er uns... Nö. Ach, fällt mir gerade ein. Wir haben im Endboss-Kampf noch das hier gekriegt. Ein seltsames Muster ist darauf eingraviert. Ich bekam es, nachdem ich Leonard besiegte. Ach ja, das war Leonard. Leonard ist der Vater von Claudia. Jetzt, ich frage mich wirklich, ob Vincent und Claudia jetzt irgendwie familiär zusammenhängen. Moment, wir haben noch Speck. Speck, your time to shine. Wo ist er denn? Nimm ihn! Der Speck! Der ist doch viel einfacher! Nimm den Speck! Er nimmt nicht den Speck, ne? Ich habe ihn extra dahin gelegt. Vielleicht zwei? Nee, das ist... Ist aber geil, wie aus dem Nebel kommt. Das mag ich irgendwie, wie der so auf dich zuläuft. Ah, das muss doch eigentlich Skillpoints geben jetzt. Ich den ganz aus dem... Sprung. Ich würde ihn mir ja gerne so ein bisschen angucken. Der steht wohl lieber auf Fresh Meat. Das ist so ein richtig gutes Stück Bacon. Da ist noch einer. Der nimmt den. Kann man da ein bisschen gucken? Aber die haben einfach nur so einen aufgespaltenen Kopf, ne? Ansonsten sind die nicht so spannend. So, this is Motel? Ne, this is not Motel. This is Electric Industry Inc. Da! Hört ihr? Der frisst jetzt den Speck! Das bringt uns spielerisch gar nichts, aber er tut's. Hier ist das Inn. Geil, Speck 1, Mats 0. Sagen wir, wie es ist. In die 106 wollen wir mal. Irgendwann höre ich da. Ach ne, das war vielleicht der Speckfresser? Klang gerade so komisch. In die 106. Das ist hier. Wir sind ja mit dem Detektiv immer noch unterwegs. Ich vergesse immer Douglas. Ach nee, wieso ist er denn hier? Er soll gehen. Where's Douglas? So. He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, no, just me. Na dann. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Teil 1 Church. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake, on the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only Oh no. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far. But closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Mag übrigens, wie fertig sie auch schon aussieht. Das Brotimot, ich komme da gleich. What's wrong? You don't trust me? Ja, nee, vielleicht nicht, Dude. Aber gut, Heather.
Wir sind mal nicht so kleinlich. Genau, also das Broad-Emote ist seit gestern, bevor wir die Stream gestartet haben, habe ich das reingeladen und das ist seitdem immer noch in Abnahme. Und ich habe mal recherchiert, da steht irgendwas mit, das kann bis zu 48 Stunden dauern, weil wohl, ich nehme an, da guckt natürlich erstmal eine Maschine drüber. Und es kann sein, dass das Brot eine leichte Penisform hat und dass deswegen nochmal ein Mensch drüber gucken muss, bevor man sagen kann, dieses Brot ist es wert, gezeigt zu werden. Ach, jetzt müssen wir da hoch. Da hinten, Brot-Launch. Boat Launcher, ne? Also, the Brett is coming. The Brett is coming. Außerdem habe ich Amelie auch noch ein weiteres Emote in Auftrag gegeben. Mit dem ja viele Probleme offensichtlich hier schon gelöst werden in diesem Spiel. Wenn alles glatt läuft, haben wir in den nächsten Tagen auch noch endlich mal eine Art WD-40. Da freue ich mich sehr drüber, weil damit, wie gesagt, fühle ich mich persönlich sicherer als mit so einem Katana. Ach ja, der Hund! Scheiße! Ich denke, der... Warte mal, sind hier zwei? Der holt den anderen. Na, das kann ja heiter werden, wa? So, wer kommt zuerst? Er ist dir noch nicht sicher? Nimmt dieses Offering auf Fresh Bacon, das ich schon seit ein paar Stunden mit mir rumschlage. Wäre Silent Hill ein Fighting-Game, hätte Heather sicher eine Menge Bread-and-Butter-Kombos. Den verstehe ich nicht. Achso, Bread-and-Butter. Ach, Bread, ach, wegen Brot. Ja, verstehe ich, weil wir hier Brotwitze machen. Ach, guck mal. Den hätte man eigentlich kriegen können, Heather. Hätte es nicht von oben kommen müssen. So. Jetzt, pass auf, jetzt kommt er. Ist ein bisschen humoristisch angehaucht. Ja, eine Frau sieht froh. Och Mann. Das hat Silent Hill 3 nicht verdient. Das hat Silent Hill 3 doch sehr wohl verdient. Das stimmt schon, das ist schon richtig. Eine Frau sieht Brot. Von Chris Brett wird sie gesprochen. Auch gut, auch gut. Protestik. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Naja, eigentlich alles. Nee, also Rot und Brot reimt sich ja. Das ist eigentlich sehr gut. Also alles, wo Rot im Titel ist, wäre die Brote Rose zum Beispiel. War Charleston Bronson? Ja, ne? Ein Mann sieht rot. Da gibt es ja irgendwie 5 oder 6 Teile von. Oh. Oh, das ist jetzt, das viel schade. Das wäre jetzt, wenn wir jetzt hinteleportiert zu dem... Oh no. Oh nein. Ich dachte, das bleibt ein bisschen schön. Ich glaube, ich werde mir mal so ein Baguette daneben legen, dass ich mal immer mal... essen kann, wollte ich sagen. Also der Controller wackelt gerade hart, wenn ihr das irgendwie auch euch nachstellen wollt. Ihr könnt jetzt mal so ein bisschen wiggeln oder so, dann habt ihr das Erlebnis auch. Sie hat sich aber gerade an den Bauch gefasst, ne? Oh, hell. Ja, oh, hell. Also das ist ja erneut, also dieses... Irgendwas ist da doch mit den innen drinnen drin. Die glorreichen Brote. Auch schön. Ist sie etwa schwanger? Schwanger? Ich weiß nicht, ob das schwanger ist. Es kann ja auch irgendwie Periode oder sowas. Ich meine, sie ist 17 und das ist alles, ist viel Blut. Aber die, gerade diese Krankenhausnummer stimmt schon. Irgendwas ist da weird. Apropos weird. Keine Karte. Ist das ein Gegner? Ey, das ist... Ach Mann, ey. Ich habe mich gerade wirklich ein bisschen gefreut, dass man jetzt vielleicht mal ein paar Minuten unterwegs ist. Im Nebel, aber es ist hell und man sieht die Gegner. Lieber eine Steuererklärung streamen. Apropos, da muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen. Wa? Aber lasst uns nicht von unheimlichen Dingen reden. Ach, schau. Schau an, das kenne ich, da bin ich runtergefallen. Den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das mit dem Hasen hat sich auch noch nicht aufgeklärt, ne? Ein riesiges Hasenkostüm. Ist das das Maskottchen des Vergnügungsparks? Okay, vielleicht hat sich das. Ich will nicht hineinsehen. Irgendwas da drin riecht furchtbar. Doch, doch, das ist genau das hier.
Vielleicht hat sie auch Blähung vom ganzen Brotessen. Knoblauchbrot. Knoblauchbrot ist übrigens, ne? Also, meine Güte, Knoblauchbrot. Ich habe mal ein Brot genommen, also ein Baguette genommen und habe das so aufgeschnitten und habe da dann Käse reingemacht und Knoblauchbutter und noch eine andere Art von Käse drüber und noch schön Gewürze und so. Und das war sehr lecker und sehr fettig. Wo wir gerade über Blähung sprechen. Ist es eigentlich ein Zufall, dass Leo und Bleo irgendwie... Ein riesiges Hasenkostüm. Ist das das Marco? Ja, okay, das haben wir. Wenn die irgendwann aufstehen, kann mich ja alles mal kreuzweise. Amusement Park. Für die ganze Familie. Was steht da? Souvenir Avenue. Die ganze Avenue nur für Souvenire. Da geht's sogar rein. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich war nur gerade... Ich habe mich auch gewundert. Mich wundert das ja auch. Da gehen wir nicht rein. Dass da eine gewisse Wortverwandtheit irgendwie offensichtlich existiert. So, hier bin ich runtergefallen, da erinnere ich mich dran. Weil hier sind tatsächlich Löcher, ey, das ist ja gemein. Gibt's da nicht so eine Legende? Die Legende von Bleo? Beowulf? Bleowulf? So war das doch. Das ist aber auch gemein. Also wenn ich einen Freizeitpark machen würde, und das habe ich ja schon in diversen Spielen gemacht, da baue ich selten so Fallgruben direkt vor die Toiletten. Andererseits soll das vorkommen. Was ist denn das da mit der Nummer? Das ist ein Hündchen. Ist das ein Hündchen? Nee, das ist eine Frau, soll das sein. Aber da kommt man leider nicht hin. Schade. Bleowulf, ja, ja. Das wäre ein anderer Film gewesen. Das ist ein Popcornwagen, nichts besonders interessant. Aber mit dem Popcorn scheint was nicht zu stimmen. Da verzichte ich lieber drauf. Heather. Aber hier würde ich ja sowieso nichts essen. Nee, ist ja klar. Hier will man nichts essen. Hoffentlich wurde dieser Park nicht in den Theme Park gebaut, sonst gäbe es bewusst. Heather geht in den Theme Park Spaß haben. Aber Theme Park. Oh Gott. Theme Park. Theme Park ist aber richtig, ne? Können wir auch nochmal machen. Ich habe mal Bock drauf, weil ich habe denn. Ich war früher immer. Da gab es ja auch wieder dieses entweder Rollercoaster Tycoon oder Theme Park. Und ich war immer Rollercoaster Tycoon. Mit Worten ist halt richtig gut. Ist der Tee übrigens. Der lähmt sehr viel. Deswegen würde ich da vielleicht auch nochmal reingucken wollen. Ich habe ja schon überlegt, Dungeon Keeper 2, wo ich gerade letztens wieder diesen schönen Song drin hatte. Yo, Buddy, warte mal. Wie sieht's denn eigentlich aus, rein waffentechnisch? 0, 0, 0. Ja. Ja, geil. Dann, entweder laufen. Oder raufen, sage ich immer. War es ihm egal? Ja, ihm war es egal. Ist das hier? Schloss ist kaputt. Kann ich hier rein? Kamera, wäre schön. Kann ich da rein? Fällt sie da? Ich sehe nichts. Ach so, waren die auch auf Geräusche oder so, ne? Ah, das war eigentlich schön. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Elektroschock, mir doch egal. Ich hoffe, ihr seht so viel wie ich. Hier rein? Schloss ist kaputt. Da geht's doch bestimmt weiter. Ist kaputt. Da geht's doch bestimmt rein. Gott sei Dank. Der Herr der Brote. Ein Brot sitzt zu Knecht, ein Brot. Sweet Factory. Ich glaube, ich sollte mich mal heilen. Mit all den Dingen, die ich noch habe. Das könnte alles sehr interessant werden, wenn es mal wieder zu kämpfen kommt. Sale ist übrigens ein Haselstofftier. Ein Brot zum Verlieben ist auch gut. Eine Map? Ein Hasenstofftier? Die guckt irgendwo hin hier. Hasenstofftier, Hasenstofftier. Was ist das? Eine Ampulle. Na siehste. Getrocknetes Rindfleisch. Na geil. Hasenstofftier. Also hier wird auf jeden Fall eine Karte irgendwo sein. Hier gibt es viele Sachen, aber nichts, was ich brauche. Kalender?
Kekse und Bonbons in der Auslage, die brauche ich jetzt nicht. The sound of boom. Knirsch, knirsch. Hier sind Spielsachen in der Auslage, nichts Ungewöhnliches. Ihr mit eurem Brotquatsch. Ihr nehmt das gar nicht ernst. Ich kämpfe hier ums geistige Überleben und ihr macht sowas. Ist hier noch irgendwas? Liegt hier was? Spielsachen, die guckt auch gerade nirgends hin. Ich hätte, also eine Karte wäre schon mal ein Anfang, finde ich gerade. Hängt hier was? Ist da? Nee. Munition, ich sehe es doch. Ist geil. Hier gibt's Stoff, Spielsachen und alles. Und übrigens auch Munition für ihre Waffe. Oh, na guck, immerhin ein bisschen was. Fühle mich ein bisschen sicherer gerade. Da ist doch was zum Speichern. Dann ist hier auch eine Karte da. Was ist das? Bonbons sind zu viel untergefallen. Das war nicht in meinem Traum. Ich habe es ja überhaupt nicht bis hierhin geschafft. Was ist das? Ich habe einen Achterbahnschlüssel. Naja, dann... Ich hoffe, ihr habt die Karte nicht schon übersehen, ey. Das wäre... Hallo? Wir haben schon einiges geschafft. Souvenirgeschäft. Krankenhausbüro, Souvenirgeschäft. Hier geht's richtig... richtig ab. Also ist hier keine Karte, ja? Sehe ich das jetzt richtig? Nicht mal irgendwie, ich meine, so ein Geschäft, da würde ich schon eine Karte irgendwie auch in Spielsachen. Gucken wir nochmal hier. Nee, ich glaube nicht. Ich befürchte nicht. Da ist auch raus, kaputt. Die fabelhafte Welt der Amelie Brot. Also jetzt wird es aber absurd. Bis eben konnte ich das noch alles irgendwie nachvollziehen, aber jetzt... Ihr könnt mich doch hier nicht rauslassen ohne Karte, Leute. Das ist doch Quatsch. Da muss man noch einmal drüber nachdenken. Außerdem ist es sehr dunkel. Das ist einfach alles nicht sehr schlau. Da, warte, sie guckt doch noch irgendwo hin. Was ist hier? Wenn ich die übersehen hätte, wäre ärgerlich gewesen. Noch was ich übersehen habe, Herr da? Hä? Guckt sie nur auf das Speichersymbol, also gut. Sie ist halt auch nicht, weil es so dunkel ist, dass sie einfach auch nur den Umriss ihres... Was gibt's hier? Nix. Da noch was? Ah, ist ja Quatsch. Na gut. So, wir gehen mal hier weiter. Da geht's hoch. Der Weg ist fest. Was ist das hier? Berg- und Talbahn. Ja, ist jetzt auch ungünstiger da. Lass mich mal durch. Die ist auch zu. Das ist ja auch eine angenehme Atmosphäre hier. Da ist zu. Da ist zu. Was haben wir hier? Noch nicht mal eine Tür. Aua. Ist halt blöd, wenn man auf die Taschenlampe fällt, sieht man halt gar nichts mehr. Oh Gott, ich glaube, die haben mich fast umgebracht, ne? Alter. Ne, komm, da gönne ich Ampulle. Oh, na, das wird ja richtig gut. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Mikro pusten. Also, jetzt Punkt 1. Ich gucke hier nochmal, ob hier irgendwo eine Karte ist, weil das kann ich mir jetzt ja gar nicht vorstellen, dass hier keine Karte gibt, weil keine Karte ist jetzt hier... Da will sie noch nicht mal rein? Nee. Ist hier nix? Keine Karte? Kein... Tür ist fest zu, da passiert auch nichts mehr. Ich will die jetzt nicht... Ach, hier ist ein Gitter oder was? Ich will die jetzt nicht abballern. Das wird gerade, wird glaube ich anstrengend. Da liegt ja noch so ein Hannes. Hat der vielleicht noch irgendwas? Komm ich da hin? Nee.
Ich glaube, hier ist keine Karte. Also muss ich die jetzt echt wegballern? Weil sonst, ich habe einfach keine Zeit. Ich kann jetzt so rumlaufen und halt irgendwie hoffen, dass ich irgendwie die richtige Tür erwische. Aber das ist, was liegt denn hier? Liegt hier was? Heather, geh nochmal ganz kurz zurück. Oder Licht aus, der Nachteil ist, dann sehe ich nichts. Liegt hier unten nicht was? Nee. Sind die? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ja, guck mal. Da haben wir noch 4 Schuss. 5 Schuss. Ich weiß gar nicht, ob die auf Licht so reagieren. Pyramid Bread. Okay, Instant Win. Wer war das? Zusammenarbeit zwischen Dopsy und natürlich Leo. Pyramid Bread. Oh. Mach mal Licht aus, vielleicht denkt er dann, ich bin gar nicht hier. Das ist auch kaputt. Was ist das hier? Ja, er hat ja auch zu viel Munition. Das ist auch schwierig mit dem Tragen einfach. Hab ein bisschen. Kommt er? Man weiß es nicht. Wenn, also Pyramid Bread schleift natürlich so ein riesen Baguette hinter sich her. Das hört man immer dann so auf den Straßen, wenn man so knuspeln. Es kann halt sein, dass ich da hin muss, aber ich sehe es halt nicht und das bringt mir halt auch nichts, weil wenn der kommt, bin ich vorbei am Hintern. Ungünstige Position, in der ich bin gerade. Ich glaube, ich muss da rein. Da scheint irgendwas zu sein. Ach, da ist die kleine Tür. Och. Das ist nicht euer Ernst. Das ist alles nicht euer Ernst. Also er ist nicht so günstig, sag ich mal. Und ihn begleitet immer so eine Aura mit Akkordeonmusik. Ach, wegen Frankreich, ne? Ja. Also meine einzige Taktik jetzt, die ich jetzt gerade so rausarbeite aus der Situation und dem, was ich noch habe, nämlich noch nicht mehr so viel Energie und 4 Schuss immerhin, ist eigentlich laufen und hoffen, dass ich irgendwie durchkomme, bis ich irgendwo hinkomme, wo ich eine Karte finde oder irgendeinen Hinweis. Meine einzige Hinweis, den ich gerade habe, ist jetzt der Schlüssel für die Achterbahn, ne? Der Achterbahnschlüssel. Er war in einer Keksdose. So einen wollte ich schon immer haben. Ein Achterbahnschlüssel? Was willst du denn mit... Wir haben immer das Parfum.
nicht vergessen. Es könnte, wenn das so Silent Hill-mäßig wird, könnte das nochmal interessant werden. Das ist ja was zum Ausrüsten. Was macht denn das? Sollte ich wahrscheinlich jetzt aber nicht machen, weil das ja ein Gegenstand ist. Ich meine, es ist ja kein Vorrat. Das kann ich ausrüsten und wahrscheinlich dann benutzen? Das sieht recht seltsam. Steht doch, da ist recht. Leon, der Luftige. Schönen guten Abend, die Helden. Helden ist gerade so eine Nache. Aber jetzt ist die Frage, was heißt denn riecht seltsam? Ist es seltsam gut? Also man riecht das so und denkt sich so, ah, riecht ein bisschen nach Urin, aber irgendwie ist da auch ein bisschen Erdbeere mit drin oder so. Also ist das so, dass es, oder ist es halt eher so, meine Hoffnung ist gerade, dass mich das unsichtbar macht. Das wäre meine Hoffnung. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das macht. Was habe ich noch irgendwas, was mir gerade irgendwie helfen könnte? Der, ich meine, ist das, ich kann ja natürlich auch das Radio ausmachen. Man hört nur Statik, weil das, ich glaube, ich würde tatsächlich mal das mal ausmachen. Weil das zieht ja manchmal auch Monster an, weil wenn das laut ist, fühlen die sich angezogen. Vielleicht ist das, schon mal eine Hilfe. Weil ich krieg schon mit, wenn Monster da, sage ich euch, wie ist, weil die meisten sehr laut sind. So, gehen wir mal hier. Und gleich rein ins Riesenrad. Viel weniger Gegner. Ich habe den Schlüssel. Ich sehe aber nichts. Boah, wie man hier einfach nicht sieht. Da geht's runter. Geht's da runter? Geht's da hoch? Ich sehe nichts. Ich sehe, Heather, ich sehe wirklich nichts. Oh ja, das ist ja alles richtig cool. Ja, das ist ja alles richtig geil. Da ist nichts. Ich fühle mich nicht gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ah, die können ja fliegen. Habe ich gerade vergessen, einfach mal eben. Ja, nee. Wie unglaublich fair das ist. Ah. Hä? Links? Nee, rechts. Ja, da geht doch rein. Das muss das Gerät sein, um die Achterbahn zu steuern. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es ist ein Schalter an der linken Seite. Ja, dann drück. Sie ist noch eingeschaltet. Wirst du sie ausschalten? Immerhin ein bisschen ruhiger. Was ist, hängt hier? Was zum Teufel ist das? Ich habe das Gefühl, dass ich mir was Übles einfangen kann, wenn ich es anfasse. Für dieses auditive Schmankerl habe ich mir erst kürzlich eine neue Soundkarte gekauft. Ja, ja. Damit gebe ich nicht ab. Nicht, dass ich wollte. Okay, wir kommen hier immerhin nicht rein. Da sind immerhin zwei Gesundheitsdrink. Alter, das ist aber schon heavy hier, oder? Bilde ich mir das gerade ein. Ich meine, die machen nicht so viel Schaden, aber die nerven wie die Sau. So, ich habe jetzt die Achterbahn ausgemacht. Sie ist ausgeschaltet worden, ich belasse es besser dabei. Ich weiß gar nicht, was ich davon habe. Sage ich euch, wie ist. Aber es wird schon wichtig und richtig sein. Kann ich jetzt hier rüber? Aha, ich kann jetzt auf die Achterbahn drauf. Natürlich, ergibt total Sinn. Oh, Stille. Eieieiei, ey, das ist aber, weh, jetzt kommt eine Achterbahn überfertigt. Wieder die U-Bahn. Die U-Bahn in klein. Ich höre doch Kurti. Nee, ich höre nicht Kurti. Doch, ich höre Kurti. Oh, das ist das alles dunkel hier. Da siehst du nix.
Kurti wird hergeführt gerade, herbegleitet. Nur zur Information, falls ihr euch gefragt habt, was ist denn eigentlich mit dem Kurti? Kann ich doch bestimmt runterfallen. Du hörst Kurti, ich höre Kurti, weil der dadurch, dass der... Dobsi sehr lustig, da musste ich drüber schmunzeln. Dadurch, dass er ja schon älter ist, kann er die Krallen hinten nicht mehr so richtig einfahren. Das heißt, man hört immer so einen Tipp, 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 Tipp. Das ist super, weil man nachts immer hört, wenn er weggeht oder wenn er kommt, was ganz angenehm ist. Manchmal hört man ihn auch nachts einfach nur so. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Das ist doch einfach nicht euer Ernst. Jetzt dachte ich, ich muss Pause machen. Ich habe die Zwischensequenz weggedrückt. Es tut mir leid. Wer jetzt gleich sterbe, wenn wir es erst nochmal sehen. Ich habe gerade Start gedrückt, im Reflex. Fuck. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. Ah, okay, das verstehe ich noch. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Ooh. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? Ist er wirklich? A place with no pain, no hunger. No sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise for castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. Oha. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. In Wahrheit ist er nämlich Harry. Also diese Gesichter sind übrigens also für mich immer noch sehr, sehr gut. Okay, ich habe den Verdacht, sie ist hinuntergestürzt. Ne? Es kam eine Achterbahn, vermutlich war es wirklich die kleine U-Bahn und dann ist sie hinuntergestürzt. Haben wir nicht so viel verpasst im besten Fall. Naja gut, sie ist vielleicht hinuntergesprungen, also es geht. Okay, cool. Nie wieder Vergnügungspark? Wenn das jetzt gleich wieder so weitergeht, ne? Klingt ein bisschen nach einer Katze, einer sehr großen Katze. Ach, Kurti. Kurti ist schon. Guck mal, ich habe drei Hände. Das ist so ein bisschen so nackte Kanone, kennt ihr das? So, jetzt reicht's aber mit dem Genuss. Kommen wir wieder zum harten Alltag. Die größte Katze der Welt. Jetzt hör auf, den abzulecken. Küsst ihn. Hier wird nicht geküsst. In diesem Haushalt wird nicht geküsst, wenn Silent Hill 3 gespielt wird. Nein, Kurti darf so viel geküsst werden, wie er will. Ich freue mich schon, wenn Kurti das erste Mal in den Vergnügungspark will und Papa Mart sagt, ich habe doch gesagt, nie wieder Vergnügungspark. Naja, nun. Kurti ist schon über 60 nach Menschenjahren, muss man immer dazu sagen. Ne? In Katzenjahren noch nicht. Da ist ein Katzen... Nee, andersrum. In Menschenjahren ist er 12 und in Katzenjahren ist er über 60. Da ist ein Katzenhäuschen und ich kann nichts Ungewöhnliches dran entdecken. Kannst du dir den Eintritt leisten, Heather? Oh Gott. Oh, es gibt aktuelle Code-Entwicklung.
hat sich umgedreht auf die andere Seite mit einem, in einem Turn, den ich noch nicht gesehen habe bei ihm. So, jetzt ist aber wirklich gut. Also, wird es jetzt ein bisschen entspannter vielleicht hier? Nicht vor der Ehe wird hier geküsst. In diesem Haushalt gelten noch Regeln. Was ist das? Da möchte ich rein. Ist hier eine Karte an der Wand? Es ist keine Karte, es ist einfach nur ein Schild. Aber da steht auch nichts drauf, oder was ist da? Da ist nichts... Moment. Da ist nichts draufgeschrieben. Da sollte wohl die Wartezeit oder so draufstehen. Dieser Stream ehrt den Willen... Oh, nicht runterfallen, Kurti. Was ist das denn jetzt hier? Ey, wenn das jetzt noch eine Geisterbahn wird, dann bin ich aber ganz... Es ist ein Friedhof. Es ist doch jetzt... Ich komme jetzt nicht hier in ein Haunted Mansion. Das ist doch wohl jetzt nicht, weil warum will... Das Spiel will mich doch jetzt nicht noch in ein Haunted Mansion hinein manövrieren. Ernsthaft. Oh, da lässt sich verrückter Shit mitmachen, das sage ich euch. Guck mal, da kann man abspeichern. Am Häuschen. Eingang Spuckhaus. Edward, hallöchen. Da gehe ich jetzt aber noch nicht rein. Soll ich da schon reingehen? Das wird sehr unangenehm. Für alle Beteiligten. Ich weiß nicht, ob wir uns das zumuten wollen. Ich habe nichts mehr. Das ist jetzt so ein richtig, richtig mieses Survival-Horror-Ding. Einfach richtig mies. Hier geht's auch nicht weiter. Ich hab nix, ich finde nix, ich bin am Ende. Ist hier was? Ein Popcorn-Wagen? Nicht interessant. Ich glaube, ich muss mal niesen. Mich das so aufregt. Robin muss weinen, wenn er wütend wird. Ich muss niesen, wenn ich wütend werde. Kann nur runterfallen. Oh nö. Können wir nicht irgendwie irgendwas Schönes mal machen? Animatronische Hexen. Wirklich, also richtig gute Spuckhäuser sind nicht ohne heutzutage. Guck mal da, hier mit Kürbissen leuchtenden auf dem Friedhof. Oh nö. Oh nö. Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Das ist doch hier... Please come inside and look around. Ist das nicht der Ansager aus dem... Ja, wenn wir so anfangen, kriege ich da nicht durch. Der aus dem zweiten Teil, wenn man im Fahrstuhl ist, gibt es diese Sendung. Mein Entspannungstee ist fast alle, das ist das eigentliche Problem. Also wenn hier auch nur im Ansatz so PT-Shit kommt, ne, dann... Ja, dann weiß ich doch auch nicht jetzt. Sliced into bloody pieces in this room. Oh, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died. By suicide. Du darfst mich ins Licht gehen? Nicht? Ach so, ich dachte, ich soll dich ins Licht führen. Ja, geil. Da freue ich mich ja. Schön hier. Mhm. Ja, ja, so. Potzblitz hätte ich mich nicht... Potzblitz? Bist drin zu schnell. Ich würde also, wenn es nach mir gehen würde, ich wäre raus. Was, wenn es nicht echt ist? Warum riecht es wie echtes Blut?
Help steht da. Oh nö, oder sowas. Das finde ich jetzt alles gar nicht so schön. Können wir lieber die Monster wieder haben? Ist das Leo? Das sind zumindest seine Geräusche. Na, junger Mann. That's Danny. A quiet young man, but quite friendly, as you can see. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans, but he came here after first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? Krass, das ist echt. Da hängt eine richtige Leiche. Ich glaube kaum, dass das als Teil der Attraktion gedacht war. Wer könnte das getan haben? Ist nur eine Puppe, die da auf dem Stuhl sitzt. Ist Danny die Puppe oder ist Danny dieses hängende Ding? Naja, egal. Unwichtig. Frag mich, ob das dann noch mit Heather so persönlich gerade zu tun hat. Also ob das jetzt Sachen sind, die speziell auf sie zugeschnitten sind? This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor there's nothing. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber da oben ist eine Stacheldecke. Da liegt da was. Naja, aber das Spiel wird mich doch bestimmt nicht einfach so sterben lassen. Meinst du, durchlaufen ist eine gute Idee? Ich, oh Mann, Alter. Ich bin nur ganz leicht auf den Knopf gekommen. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. Wenn nicht mehr. Montagabend, wie das duftet. Kräftig witzig. The exit. I hope you enjoyed your tour. Als ob das. Please come back anytime. Or if you'd prefer, we could come and visit you instead. Ach so. Als ob das Exit ist. That was supposed to be the exit. But it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. I have to agree with them. Don't be afraid. Dying is much easier than living. Big Boss, ich finde, das ist gerade auch ein wahnsinnig starker Teil vom Spiel. Der hat mich. Der hat mich richtig hart. Und das wirkt alles gerade noch ein bisschen krasser. What the fuck? Aber aus der Wall.
meine, jetzt konnten wir direkt davor speichern und wir sparen den einen Schuss. Ey, das ist aber schon, also, das ist schon ein anderes Level. Das finde ich sehr gut. Ich finde es auch schlimm. Welcome to the Borley Haunted Mansion. Ja. Das Blöde ist, solche One-Hit-Kills killen ein bisschen die Mut. Ich finde... Ja, mach du mal. Das muss auch frustrierend sein, wenn man sich da Mühe gibt und dann die Leute so... Ja, ja. Kann ich hier schon durch? Nee. Na, was ist denn hier los? Ah! That's Danny. This mansion is quite old, so please watch your step. Ja, ja. I'm so sorry. This place is just falling apart. Man muss warten. Okay. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. Ist das der Ausgang? Ja, das ist der Ausgang. I hope you enjoyed you. Okay, man soll wahrscheinlich relativ... Oh boy. Oh boy. Oh no, oh no, no. Bin ich dahergekommen? Die Kamera... Da raus. Ja. Oh, das ist ja eine Schande. Da ist die Treppe, da wäre ich wahrscheinlich raus gewesen. Wenn das gerade links und rechts sehr komisch aussieht, das ist halt diese 16:9 Patch. Der funktioniert ja, sagen wir mal, 90% der Zeit sehr cool. Aber dann auch mal nicht. Okay, da ist gar nicht mehr gewerkt. Links, rechts, unten, oben und dann sind wir auch schon raus aus der Nummer. Welcome to the Borley Haunted Mansion. Ja, ja. Gab es hier vielleicht einen Selbstmord? Was ist eigentlich mit Danny? Na? That's Danny. Na. So, hier wollen wir auch gar nicht durchlehnen, können wir uns Zeit lassen. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the... I'm so sorry. This place is just falling apart. Ich könnte jetzt... Nee, ich kann auch nicht wieder raus, oder? Kann ich jetzt theoretisch rausgehen und dann abspeichern? Nee, wahrscheinlich nicht. So. Okay, also einfach immer weiter, nicht an der Tür stehen bleiben. Ich darf mich einfach auch nicht bei... Oh Gott, die Steuerung kickt halt manchmal hart daneben. Unten. So, jetzt kommt doch die Tür. Und wir wollen aber da hoch. Und da raus. Okay, alles klar. Ey, third try, it's like first try, nur dreimal. Jetzt bin ich an der Decke. Das sehe ich doch schon an der Lampe, die eigentlich oben sein sollte. Jetzt passiert der harte Kram. Da bin ich sehr dabei. Nee, nicht schon wieder das Licht. Kommt schon wieder das Licht? Das Licht! Lauf, Heather! Heather! Das war jetzt der First Try. Oh nein. Oh nein, jetzt geht der Scheiß wieder los. Da geht's nicht lang, da geht's lang. Ja, nee, ist klar. Uff. Ich würde gerne eine Runde fahren. Das ist das aus Silent Hill 1. Das war sehr fies hier. Was mache ich hier? Oh boy. Ist hier irgendwas? Guck da irgendwo hin. Irgendwas. Da ist doch was. Diese Säule hier, könnte das nicht funktionieren? Könnte das nicht funktionieren, Heather? Weiß ich nicht.
Man weiß es nicht, Heather. Muss ich irgendwas anschalten oder was? Rakete joggle! Das sind doch bestimmt hier rein. Wo komme ich da rein? Wenn ich jetzt den Schlüssel verpasst habe, dann. Sieht so aus, als müsste man da irgendwie hin. Ist die Tür auf der anderen Seite vielleicht? Hoffentlich. Heather? Kamera? Wollt ihr beide nicht mal mitspielen? Dann musst du die Nippel durch die Lösche ziehen. Da scheint so ein Fall, dann drücken sie da drauf. Und dann gibt Heather einfach auf. Topsy, jetzt hör doch mal auf. Wie soll ich denn hier das Ganze, das ist doch... Topsy. Was mache ich denn hier, Topsy? Ich habe nicht mal eine Karte. Ich habe nix. Okay, warte. Selbst Kurti habe ich nicht mehr. Kurti ist weggegangen. Könnte das nicht funktionieren? Diese Säule hier, könnte das nicht funktionieren? Was habe ich denn, um mal wieder... Bekämpfen die sich jetzt gerade eigentlich oder ist das nur meine Hoffnung? Diese Säule hier. Könnte das... Shouldn't this work? Vielleicht? Also, ich gehe ja gerade davon aus, ich muss da irgendwie in dieses Häuschen rein. Will aber nicht wieder zurückgehen. Because of reasons. Ah, da ist er nämlich schon. Jetzt kommt die Sau hier hoch. Entschuldigung. Ich mag ja alles. Also ich bin ja sehr, aber das ist jetzt gerade einfach, also ich bin mega gestresst. Komplett. Das soll so, ich weiß. Das funktioniert auch gut. Ja, 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 ist ja klar. Warte mal, jetzt sind die aber da hinten. Jetzt sind die da. Bin ich von hier gekommen? Nee. Bin ich? Bin ich nicht von da gekommen, ne? Ich bin von da irgendwo gekommen. Oder? Ey, ich hab... völlig, das ist... Fall ich hier runter? Ist hier? Ja, da fall ich runter. Das ist ja richtig schlimm. Hier war ich noch nicht. Oh, Gottes Willen! Ich gehe gleich ins Wohnzimmer und kipp mir da einfach 3 Finger Whisky ein. Direkt ohne Glas kipp ich mir direkt in Mats rein. Das ist ja gar nicht schön alles. Und ich habe mich im Krankenhaus beschwert über Stress. Olli, hi. Ja, Spaß. Richtig, richtig Spaß. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, was ich will und... Kamera. Fang du nicht auch noch an. Bin ich hierher gekommen? Ist das der Anfang? Was liegt hier? Oh, Gott sei Dank. Oh, guck mal, irgendwo schon mal ein bisschen was. Schrotpatronen. Beste Patronen. So, damit könnte ich theoretisch den Oschi da zumindest kriege ich den damit erledigt. Den Hund kriege ich auch so. Gibt's hier Whisky auf die Finger? Nee, dann spiele ich schneller. Was liegt denn hier? Heather, ein Werbezettel für ein Kindermusical, ja. Eine essentielle Information jetzt für mich. Es wurde wohl auf dieser Bühne aufgeführt. Jetzt ist alles leer, aber ich wette, damals war es gerammelt voll. Die Kinder sind jetzt alle tot, die sind alle bei diesem Musical gestorben. Alle 27. Ein Blitz kam vom Himmel. Es geht um Cat die Katze, eines der Parkmaskottchen.
Aber alles Informationen, die ich jetzt gar nicht brauche. Und die Katze ist auch tot. Wurde gefressen von Franz dem Pferd. Nee, vom Hui-Pferd. Eines der was. Hallo, ich habe einen Freizeitpark. Park, ich brauche noch ein Maskottchen. Klar, wir haben hier Hui the Horse. Da haben wir eine Katze. Wie ist es? Ich nehme sie alle. Hui. Hui, das ist aber schnell, das Pferd. Kann er denn irgendwas? Ihr habt beide recht. Popcornwagen. Hui, das Pferd, wenn es für Huibu nicht gereicht hat, ja. So, Heather. Jetzt müssen wir auf der Bühne nämlich das vorführen. Ja, damit kriegen wir bestimmt das Karussell zum Laufen. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Ich habe einen roten Schuh. Kann sie den etwa anlegen? Roter Schuh, ein Schuh, blutrot. Er war über der Bühne, er war auf der Bühne, er war nicht über der Bühne. Ich kann ihn kombinieren. Selbst wenn ich wollte, wäre ihm jetzt zu klein. Vor allem mit einem Schuh. Stell dir das mal vor. Heather so zieht den Schuh an und wackelt dann immer so und bleibt dann hängen und ist auch zu klein und hat sie auf der linken Seite nur Blasen und ist alles ganz furchtbar und dann fragt sich irgendwie, warum. Guck mal, das ist irgendwas. Irgendwas wird es hier noch. Dieses Parfüm macht mich aber wirklich ein bisschen wuschig. Das kann man verwenden, ich will es aber nicht an der falschen Stelle verwenden. Jetzt haben wir einen roten Schuh. Ich wüsste jetzt aber auch nicht. Ein Schuh geht doch. Sie muss ihn nur bei jedem Schuh wechseln. Ja, richtig? Oder sie zieht ihn über die Schuhe. Also Schritt habe ich ja. Speck in den Schuh. Ah, Balletttänzerin, ich verstehe. Oh, das ist weich. Wie auf Wolken schlafen, glaube ich. Pardon. Also wenn man sich Speck, das federt ja. Das führt mich alles überhaupt gar nirgendwo hin, ey. Das ist einfach, also das ist einfach nur Stress. Das ist einfach nur schlimmer Stress. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie ich wieder da hinkomme, wo ich hergekommen bin. Ich habe eine Karte, willst du mich verarschen? Was habe ich da gerade gefunden? Eine Kette. Ach, schon mit dem Schuh würde ich das verwenden. Die Kombination macht keinen Sinn. Heather, that's it. Man muss sich auch mal. Eine Kette. Was mache ich denn mit der Kette? Ist ja nicht, dass ich die fast übersehen hätte, ey. Hier? Nix. Mats hat Beef mit seinen Nerven. Ich hab Beef mit diesem Park, der Scheiße. Huey, das Pferd. Huey, my ass. Geht eigentlich noch, ne? Ne, geht eigentlich noch. Ist noch nicht mal gelb. So. Gibt's hier eine Karte von dem Park einfach? Eigentlich? Gibt's hier eine Karte? Gibt's eine? Alter! So, jetzt habe ich immer zwei Gegenstände, die ich jetzt vielleicht hier benutzen könnte. Hier noch einen Bosskampf gibt, bin ich einfach so weg. Sind die weg? Terranorati? Guten Tag. Guten Abend. So, ich habe jetzt eine Kette. Die wickle ich jetzt da rum.
Oh nein, ich glaube, ich habe die Karte verpasst. Vermutlich war sie ganz am Anfang eine Art Reißbrett. Oh nein! Ich brauche die Karte, um zu leben! Ich komme da doch nie wieder zurück zum Anfang. Bin ja auch schon durchs Haus gegangen und alles. Oh Mann! Oh, ich hasse das. Warum können die das nicht einfach so machen, dass man die nicht verpassen kann? Weil das ist so wichtig. Hier ist alles dunkel. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viele Gebiete es noch gibt, welche Türen und so. Ist alles furchtbar. Mad Dog, hallöchen, guten Abend. Ach, jetzt ist die Tür auf. Warum ist denn jetzt die Tür auf? Entschuldigung, ich wollte euch nicht anschreien. Dafür hast du Brot. Auch die fünf Personen, die mit dabei sind. Hallöchen, für das Brot. Jawohl, danke. Jetzt ist hier die Tür auf, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Was habe ich da eingesammelt? Patronen für die Maschinenpistole. Na, immerhin. Jetzt hier nochmal. Oder eine Safety-Karte, weißt du? So, dass du, wenn du die erste verpasst hast, dann taucht die halt irgendwo später auf. Aber ohne Karte ist es schwierig. So, hier jetzt den hier, oder was? Der schaltet es auf aus. Welchen Zweck hat es denn, den einzuschalten? Vergiss es. Heather? Okay. Wir können die Kette an den Schuh machen und die da dran mit, dann haben wir so eine Art fliegende Waffe. Welchen Zweck? Also man, wenn man das dann eine Kette mit irgendwas verbindet, könnte man da dran machen, dann würde das auf irgendwas aufmachen vielleicht, oder? Diese Säule hier, könnte das nicht funktionieren? Ja, was denn? Ich weiß doch nicht, was. Sie hat Haken an beiden Enden. Ich habe die Kette an der Säule befestigt. Die Hälfte ist okay. Ich mache aber besser was mit der anderen. Soweit, so gut. Ich muss das andere Ende der Kette irgendwo verbinden. Aber habe ich jetzt das andere Ende der Kette in der... Ach, tatsächlich, okay. Können wir das denn jetzt festmachen? Am Schild. Wo macht man Rambock? Wie macht man eine Tür auf ohne Schlüssel? Ist das möglicherweise eine Antwort? Ja? Wollen wir eine Tür aufreißen? Aber welche Tür wollen wir denn aufreißen? Da gibt es ja gar keine Tür hier. Und so lang ist sie doch auch nicht. Ich meine, hier liegt sie jetzt. Weil hier kann ich einfach rein. Nee, ach so. Ob sie eingerostet ist, dankeschön. Das war die richtige Prise. Die richtige Prise, dass ich mich nicht komplett doof fühle. Aber das muss doch gehen, okay. Damit kann ich arbeiten. Die Kette ist am Türgriff befestigt. Ja gut, ich meine, die wahrscheinlich, also da wäre ich wahrscheinlich noch selber drauf gekommen, wenn ich irgendwann rumgelaufen wäre und überall gegengeklickt hätte. Aber danke, das macht es ein bisschen einfacher. So, weg mit der Tür. Das ist bestimmt ein unangenehmes Geräusch. WD-40 auch hier. Wenn wir nur ein WD-40-Emote hätten. Schön. Danke. Hab doch keine Ahnung von dem Spiel. Also... Das war eine sehr lange Kette. Ich dachte nicht, dass ich so eine lange Kette aufgehoben habe. Aber gut. Okay, hey. Douglas. You're late. Are you hurt? I can't move my right leg. It's broken. Wie hat er das denn gemacht? I'll call an ambulance. What? Heather. Oh. I don't think one will come. Don't worry. Call an ambulance. You old fool! Ja, beschimpf ihn ruhig. Getting yourself hurt like that? Sorry. Why did you have to do that for me?
What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born? Ach ja, übrigens, Heather. Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Yeah, but anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is our God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good. Sieht er gerade ein bisschen aus wie Nicolas Cage von der Seite. Don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, Nicolas Cage hätte auch mal fast Superman gespielt. Don't have to feel responsible. I know it's not your fault. Mixo, hallo. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Sein Sohn ist James. Dead people don't cry. Oh nein, er ist schon. Doch, würde passen. Stupid kid got himself shot. Sag mal, bist du besessen vor Cage oder was? Schön wäre es. Gerade emotional, Entschuldigung. Pop was a penniless good for nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Ha! Listen. I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Hey. Heather, call an ambulance. Und danach erstmal den Sicherheitsdienst. My dad's not around anymore. Oh, Entschuldigung. So only I can do this. Danke, Befahr. Heather. Ayo. Ach so, ja, das finde ich aber ganz. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. What are you doing? Oh, maybe Schärfe. Killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Uff. Also. Das ist alles, Das ist schon alles. So, da bin ich übrigens wieder. Hallöchen, wie sieht's aus? What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. Come with you if I wasn't hurt. Er ist am Ende überhaupt nicht verletzt, er tut nur so. That's the problem with older guys, huh? Ich schätze, das ist der Knackpunkt, alter Knabe. Hm? I'll handle things. You just rest. Alter Knabe. Leo, alter Knabe. Alt sein. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Don't die on me, okay? Ja, ist ja gut jetzt. Aber hallo übrigens, da bin ich schon wieder. Das einfach immer wieder? What is it? I just came back. Okay, alles klar. Der Knackpunkt ist folgender, Leo. Wenn man alt wird, knackt einiges. Beim Aufstehen, beim Sitzen, beim Gehen, beim Liegen, beim Sein. Knacken ist sowas wie ein sechster Sinn. Sehr sinnloser Sinn. Man kann sich nirgendwo mehr anschleichen. Manchmal tut's auch weh. Bin ich jetzt von hier gekommen? Nee, von...
beides gleiche aus. Wir müssen mal gucken. Mein Knacken knackst, das ist auch gut. Ist hier noch irgendwas, Heather? Teacup. Aber das EA ist weg, deswegen ist nur... Okay, ich glaube, ich muss hier weiter. Ich dachte nur gerade, ich bin von hier gekommen, aber ich bin mir nicht... Oh Gott. Kurti ist gerade reingesprungen. Ist der hier von einem Frozen Popcorn? Fresh? Frozen Popcorn? Ist er hier von einem Fresh Popcorn Stand erschlagen worden? Oh Gott, Kurti. Ich glaube, Kurti war... Der Hase ist total zerquetscht. Dieser Wagen sieht ziemlich schwer aus. Was ist mit dieser Person passiert, die drin war? Im Kostüm meinst du, ja. Gott, Kurti, ja, ist doch gut. Oh Gott. Der wird sowas von abgepuppt haben. Geht's hier jetzt raus? Och nö. Morchentravel? Enough with the houses. Na, was ist denn jetzt eher unser Ding? Das Fortune-Haus? Ja, komm, hier, Zukunft ist geil. Da bin ich dabei. Guck mal, da können wir schon mal abspeichern. Das ist ein Totenkopf. Das ist mein Turf hier. Was macht denn eigentlich unser Brot? Ist das Brot jetzt mal langsam? Ist immer noch kein Brot in Sicht. Klient Claudia Wolf. Claudia Wolf hat den Auftrag gegeben, Alessa Gillespie entführt vom Mann namens Harry Mason zu finden. Warte mal. Wie hieß denn das Kind von Harry? Das hieß doch nicht Alessa. Das hieß... Wie hieß das denn? Was ruft er denn da? Er hat doch nicht Alessa gerufen. Cheryl, genau, Cheryl. Aber es war ja, also Cheryl war ja nur dann die Hälfte der Seele von Alessa. So, das ist wahrscheinlich hier der Punkt, ne? Nehme ich mal an. Das Buch ist vom Ex-Polizisten. Keine Infos von Polizei, Ort der Entführung unbekannt. Artikel aus Altersheilen Hill-Zeitung. Alessa Gillespie 7 stirbt in Feuer. Verbindung zum aktuellen Fall, Untersuchung in Priorität niedrig. Verwendet Alias Heather? Nachbarn kennt den wahren Namen nicht. Was verbirgt sie? Ach so, weil Douglas... Also das ist jetzt der Detective, ne? Von dem ist das Ding. Der hat ja gesagt, er sollte sie zurückholen. Von Claudia hat, also mit Claudia hat, dann haben sie es ja abgemacht. Also ist Heather eigentlich die Wiedergeburt von Alessa, ja? Ist das Ding. Douglas Notizbuch gefunden. Ist nur eine Notiz wahrscheinlich, ne? Ist kein Gegenstand. Ist ein Gegenstand übrigens. Wahrscheinlich Douglas Notizbuch. Darf nicht vergessen, es ihm wiederzugeben. This is some crazy stuff, you guys. Ich habe einen Puppenkopf. Den nehme ich mit. Oh, wir bauen uns noch einen ganzen Menschen, oder? Wir haben jetzt schon Schuh und Kopf. Wäre ja ganz süß auf einer normalen Puppe, aber nur der Kopf direkt gruselig. Heather wieder, ne? Habe ich auch was gehört. Sehr gut. Dieses Symbol sieht sonst immer unnatürlich und seltsam aus, aber hier passt es irgendwie. Aber es ist trotzdem unheimlich, als ob mir jemand gehört. Es passt, aber es ist trotzdem unheimlich. Aber es ist auch passend irgendwie hier. Also es wäre schön, der Ort wäre nicht schöner, wenn er weg wäre. Dieses Zeichen. Passt schon irgendwie. Aber es ist trotzdem unheimlich. Okay. Schuh und Kopf, die wichtigsten Teile waren, ich sag's dir. Irgendwo muss man anfangen und so hast du schon mal alles oben und alles unten. Und dann kannst du anfangen, peu à peu
kannst dir aussuchen, von unten nach oben oder von oben nach unten zu bauen. Aber so muss man denken. So arbeiten auch Architekten. Die sagen ja nicht, ach, fangen wir erstmal mit dem zweiten Stock an und dann so und vielleicht einen dritten und dann das Dach. Nee, die sagen, erstmal müssen wir wissen, wie muss denn das Fundament sein und wie soll denn das Dach aussehen. Und dann kann man drüber nachdenken, was man dazwischen noch macht. Und man da sagt so, vielleicht brauchen wir ja keine drei Stockwerke, vielleicht reicht ja eins. Ja. Was ist dies für ein Quatsch? Das ist ein Märchenhaus, ne? Amelie, ich weiß nicht, ob man es hört. Es ist eine Schneewittchenpuppe. Es ist eine Aschenputtelpuppe. Aschenputtelpuppe, Aschenputtelputtel, Aschenputtelpuppe, Aschenputtelputtelpuppe. Oh, das wird furchtbar. Was liegt da? Oh, hier kommt schon wieder ein Zug. Da liegen Fotos auf dem Boden. Was ist das? Okay. Hoppla, Entschuldigung. Ist wie beim Sandwich machen, da legst du auch erstmal die Brotscheiben rein. Naja. Schatten. Sind das Fotos von diesen Puppen? Aschenputtel links und Schneewittchen rechts, aber irgendetwas stimmt nicht. Die Frage, kann ich irgendwas machen? Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Okay. Weder Knopf. Was? Weder ein Knopf noch Griff an der Tür. Die Tür ist fest zu und rührt sich nicht, egal wie sehr ich drücke. So. Okay. Also muss man was dran machen. Leo, mach's gut. Herzlichen Dank, dass du da warst. Mich sehr gefreut. Lass knacken. So, was sagen denn die Fotos? Gucken wir einmal, gucken wir nochmal Fotos. Einmal Fotos gucken. Die rechts, der Schatten hat irgendwas in der Hand, ne? Sieht eher aus wie, und irgendwie sind die Haare auch, ist das falsch rum? Ist sie von der Decke hängt oder sowas? Weil das linke Foto, da sieht er aus, als wäre es über die Schulter gemacht worden. Und weil rechts auch die Haare so hoch stehen. Links ist Aschenputtel und rechts ist Schneewittchen. So, das ist hier Schneewittchen. Und die muss irgendwas in die Hand kriegen. Eigentlich hat sie ja einen Apfel in der Hand. Wir haben aber keinen Apfel. Wir können ihr aber einen Kinderkopf in die Hand geben. Okay, ich habe den Puppenkopf auf Schneewittchens Hand gelegt. So, Aschenputtel müsste eigentlich, ja schon, Glasschuh eigentlich, ne? Ich habe Aschenputtel in roten Schuh angezogen. Achso, da hingelegt, so. Und jetzt noch Parfüm, oder was? Nee. Okay, aber irgendwas fehlt noch, und zwar bei der... Die Haare, ne? Ach, man sieht den Schatten vom Schuh da links auf dem Bild, sehe ich jetzt gerade. Also da auf diesem Podest. Aber also ist da noch rechts irgendwas auf dem Kopf, oder? Ist das eine Krone? Fehlt mir noch ein Item? Kann das sein? Möglich. Möglich, möglich. Was ist das da? Hoppla. Ist hier noch was drin? Ja, sieht man aber auch nichts. Hier fehlt, glaube ich, noch die Krone, ne? Oder sowas? Das könnte irgendeine Krone sein.
Heil Krone war nicht mehr dabei. Okay. Was ist denn jetzt mein Verdacht? Ich würde erst... Ach, ging es hier noch weiter? Nee, ne? Nee. Dann gehen wir erstmal zu Douglas, ihm das Buch zurückbringen, aber ich habe den Verdacht, er ist nicht mehr da. Vielleicht gibt er uns aber seine Krone, wenn er jetzt... Ist er noch da? Ja. Okay, er lebt auch noch. Achso, jetzt hat sich wieder umgedreht. Na super. Wenn ich jetzt irgendwo eine... Guten Abend, Aaron. Hallo. Wenn ich jetzt die Krone irgendwo vergessen habe, dann droht aber Ungemach. Ach nee, das kann ich ihm nicht wiedergeben. Ich dachte, er kann es ihm wiedergeben. Kann ich ihn darauf ansprechen? Nee, ne? What is it? Achso, genau, das hatten wir auch schon. I just came by to make... Ja. Okay, also uns fehlt eine Krone. Which is not good. Oder irgendwas, was man uns auf den Kopf setzen kann. Also ich habe das starke Gefühl, dass ich einfach ein Item jetzt irgendwo verpasst habe. Was höchst ungünstig wäre. Die Sachlage ist ja aber die, ich kann ja maximal bis zum Horrorhaus, glaube ich, zurück, wa? Sehr gut, auch, ne? Eine... Da habe ich mich unklar ausgedrückt. Ist quasi auch mein Fehler. So, hier sind noch die Gegner weg. Das ist schon mal gut. So, man kann hier nach rechts rein. Da sind aber noch Gegner, ne? Ja. Wollen wir mal überprüfen. Können wir aber erstmal nochmal hier gucken, weil hier sehen wir wenig bis nichts. Was ist hier? Nee, auch nichts. Wer hier jetzt nicht zurück kann, wäre jetzt eigentlich meine... Da ist eine Leiche in dieser Kiste. Hier gibt es nichts Interessantes. Jetzt eigentlich meine Hoffnung, dass ich, wenn ich nicht mehr zurück kann, dann ist es nämlich sehr einfach und geht es ja nur noch in eine Richtung. Aber ich kann hier leider auch zurück. Ah, ja. Aber ich befürchte, das ist es, ne? Also es fehlt einfach ein Item. Es fehlt einfach ein Item. Wenn hier jetzt nicht noch eine Krone irgendwo liegt. Oder irgendwas. Also es ist irgendwie... Aber andererseits wäre es jetzt auch gerade komisch, warum sie zwei Items kriegt. Und Rapunzel nur eins. Ist auch nicht fair. Was bedeuten könnte, dass mir zwei Items fehlen? Guck, bevor ich jetzt da nochmal zurücklaufe und einfach nur Schaden fresse und wild durch die Gegend laufe und sowieso nichts sehe und keine... Das ist die Kacke. Ohne Karte ist es echt einfach... Ah, ich hab das... Das habe ich befürchtet, dass ich einfach eine Karte verpasse und dann sitze hier. Dann sitze hier. Oh, war ja... So. Gucken. Ne, guck erst nochmal. Aber hier war ja auch nichts weiter drin, ne? Na, Kurti? Ist runtergekommen? Ja. Hier haben wir halt das Ding gefunden. Nee, nur mal abspeichern. Ansonsten ist hier nichts. Aber also wäre jetzt mein Verdacht, dass einfach da was fehlt. Weil auf dem Foto sieht es so aus, als wäre irgendwas nochmal auf ihrem Kopf oder mit dem Kopf gemacht worden. Weil wenn ich mir hier die Fotos angucke, kann man mal, ob die Türen vielleicht aufgegangen sind, aber es hat nicht geknackt. Also links, wenn sie nicht noch irgendwas drumherum hat, aber da sieht es halt so aus, als hätte sie noch irgendwas auf dem Kopf rechts, ne?
Das Foto muss ja von... Nee, es ist ja auch spiegelverkehrt, ne? Es ist ja auch spiegelverkehrt, aber es sieht so aus, als müsste da noch irgendwas drauf. Und da sieht es auch, ehrlich gesagt, fast aus, als müsste sie... Obwohl, nee, das Weiße könnte passen. Was ist denn jetzt? War mal eigentlich beim Friseur? War ich? Hat es geknackt? Habe ich es nicht gehört? Bin ich doof? Das ist eine rhetorische Frage. Das ist der Drache, der die Schatztruhe bewacht. Er ist nur ein Requisit und macht mir überhaupt keine Angst. Sieht man so gut aus. Dankeschön. Habe ich nur für den Stream gemacht und für mein Selbstbewusstsein. War hier irgendwas Wichtiges? Ich muss nochmal kurz lesen. Das ist der Drache, der die Schatztruhe bewacht. Ist nur ein Requisit und macht mir überhaupt gar keine Angst. Da geht's nicht weiter. Aber was war denn mit... ehrlich gesagt, bin ich jetzt verwirrt. Heather, du hast nicht gut genug geblockt. Überhaupt, Heather, müssen wir nochmal über deine... Künste sprechen. Oh nö, ey, die sind so unnötig. Unnötig. Ich habe Speck. Ja, ich bin hier drin, da könnt ihr überhaupt gar nichts. Mach einfach leiser. Dahlia hat es gesagt, sagte, dieses Mädchen sei eine Dämonin, dass sie meine Tochter als ein Opfer nahm. Dass sie meine Tochter als ein Opfer nahm? Aber es ist nicht rundweg glaubhaft. Nicht rundweg glaubhaft. Aber es ist rundweg, sagt man das? Aber es ist nicht rundweg glaubhaft. Ich meine, der Schein kann trüben. Als ich das Foto im Krankenhauskeller sah, dachte ich, das Mädchen sieht aus wie Cheryl. Habe ich deshalb solche Gefühle? Hier stimmt jedenfalls etwas nicht. Dabei kommt nichts Gutes raus, aber ich kann sie mir einfach nicht als eine Dämonin vorstellen. Bilde ich mir das nur ein oder tut sie mir tatsächlich leid? Warum kommt es mir so vor, als würde sie jemanden suchen, der ihr hilft? Rundweg. Adverb. Adverb. Entschieden und vollständig. Ohne Diskussion oder Überlegung. Dankeschön. Wieder was gelernt. Für mich ist nur Cheryl wichtig. Alles andere kann warten, bis ich sie zurückbekomme. Am Ende ist ein Datum und eine Unterschrift. Das Datum ist vor etwa 17 Jahren und die Unterschrift lautet Harry? Schrödingers Gesundheitsbalken. Er ist noch ganz, aber er ist auch nicht mehr ganz. You probably wondered how I ended up here. That's a funny story. It all started 17 years ago. So. An die Pros unter euch. Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus, ohne Schaden zu nehmen? Das ist hier NTSC-Vollversion. Das heißt 60 Hertz. Da haben wir noch ein bisschen Spielraum von... Also, der Schaden war schon drin. Ach, Heather. Noch einer oder ist es derselbe? Ich geh mal kurz zur Seite. Sehen halt gerade nicht. Da kommt das Arschloch. Ich hoffe, es ist okay, dass ich den Ton mal gerade ein bisschen leiser gemacht habe.
Liegt hier noch was? Ich denke, hier liegt Munition oder so. Batterien für den Elektroschocker. Heather. Geil. Damit reißen wir's. Fool me once and you played good. Fool me twice, shame on me. Oder sagt man so, ne? Hier, du Otto. Die Kackdinger. Machen nicht so viel Schaden. Kackdinger, kack. Soll mal wieder lauter. Moment. Kanntet ihr den Herr der Ringe? Die Gefährtencard auf YouTube, der so knapp 9 Stunden ging. Und das nur, weil immer ein Sam einen Schritt in der Reise mit Frodo gemacht hat, der Schnitt zur Szene kam, wo er sagt, das ist es, wenn ich jetzt noch einen Schritt gehe, bin ich weiter weg zum Hause, als ich jemals war. Ich glaube nicht, dass man so sagt, oder? Ja, so sagt man. Oh Gott. Ah, oh, das ist aber auch alles anstrengend hier, oder? Also der Freizeitpark ist not amusement. Ich sage euch das, wie es ist. Amused I'm not. Biohazard finde ich auch ganz schön. Ich glaube, sein ist der gruseligste. Ja, also er ist auf jeden Fall der anstrengendste. Gruseligste weiß ich noch nicht. Weil das ist, ich finde es jetzt gerade gar, also es ist natürlich, ist es auf eine Art gruselig, aber es ist auf eine ziemlich stressige Art und Weise gruselig, weil man sieht halt nichts und wird halt mit Geräuschen zugebombt und mit Monstern. Und da finde ich irgendwie, Silent Hills und 2 haben noch einen etwas anderen Horroransatz. Er ist vielleicht ein ganz bisschen subtiler. Aber ich weiß, was du meinst. Also er ist auf jeden Fall ein gruseliger. Er geht eher in die Richtung gruselige Spiele, würde ich auch sagen. Unbequem ist das richtige Wort. Unbequem ist eigentlich das beste Wort. Kleine Fleischhorsies. Das ist ja... Okay, jetzt wird's ekelhaft. Dobsi, danke schön, dass du mein Leben gerade um 3 Sekunden verkürzt hast mit diesem Angstmoment. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Is it Fido time? Das Pferd bewegt sich hier nicht, das macht mir Angst. Eine Notiz wurde mit einem großen Nagel an das Pferd geheftet. Ja, so hat man früher Nachrichten überbracht. Man hat die Notiz genommen, an ein Pferd genagelt und hat gesagt, los, Hurley, lauf. Geheftet, Entschuldigung, nicht genagelt, geheftet. Na, wenn es lange Nachrichten waren, musste man schon etwas heftiger heften. Etwas mehr nageln. Hurley. Flaschenpost und anders. Also Flaschenpost war noch eine andere Nummer mit so. Der Nagel da vorne dran ist übrigens hart. Ach du Scheiße, wenn 13 Umdrehungen sich 4-mal drehen, wird ihr Fluch dich töten. Oh nein. Ist das irgendwas mit Zeit? Wenn sich 13, also 4-mal 13 war ganz schön viel. Willst du entkommen, gibt es nur einen Ausweg. Um zu töten, bevor du getötet wirst, du wirst durch den 12. Tod gerettet. Der 12. Tod. Also, Zahlen. Ich glaube, es ist ein Zeitding. Es ist ein Zeit, das Ding wird sich jetzt, was war hier, so und so oft mal drehen. Und dann bin ich wahrscheinlich einfach tot. Instant Death. So, jetzt ist die Frage. Der 12. Tod. Das ist meine Rettung. 12. Der 12. Tod. Ich meine, so oft bin ich insgesamt, glaube ich, schon locker gestorben. Es könnte jetzt irgendwas mit den Pferden zu tun haben. Ist das wieder Mathe? I hope not. Es könnte was mit den Pferden zu tun haben, würde ich sagen, oder? Hier sind locker 12 Pferde drauf. Der 12. Tod.
Also mir kommt jetzt nichts in Sinn, wo wir irgendwie was in der Richtung schon mal mit verschiedenen Todesarten. Das gibt auch nichts mit der zwölfte Tod. Also mir kommt jetzt nichts Religiöses oder so in Sinn, wo ich sagen würde, ach ja, klar, sicher, das ist das, wo man sich irgendwo verstecken muss oder so. Der zwölfte Tod. Also, irgendwas mit einer 12. Ich würde mir jetzt erstmal, kann ich hier mir noch Sachen angucken? Es ist, Moment. Was sagt sie? Das Pferd bewegt sich? Okay. Der 12 muss irgendwo auf dem Pferd drauf, glaube ich. Das Pferd bewegt sich, das Pferd bewegt sich. Die stoßen, glaube ich, irgendwas aus, ne? Pferd bewegt sich. Pferd bewegt sich. Pferd bewegt sich. Ich kann nicht auf die schießen. Ist das Brot? Schön wär's. Ist zu entkommen, gibt es nur einen Ausweg. Um zu töten, bevor du getötet wirst. Um zu töten. Ach so. Ich muss irgendwas töten. Ich muss ein Pferd töten, oder? Muss ich alle Pferde umbringen? Muss ich 12 Pferde umbringen? Durch den 12. Tod. Das ergibt doch Sinn, oder? Wenn das 12 Pferde sind und ich muss alle Pferde umbringen. Und wenn das 12 sind, wenn ich alle 12 umgebracht habe, dann werde ich nicht getötet, oder? Weil die sich bewegen. Das, finde ich, ergibt Sinn. In meiner Welt jetzt. Das heißt, jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten. Was nehme ich denn dafür? Was eignet sich denn, um Pferd zu töten? Ist es tot? Also, ja, ich glaube, es ist tot. Ja, ist tot. Alles klar. Zwei. Verträgt aber. Auch tot. Das ist die drei, zählt mit. Eins, zwei. Vier. Hört auf zu zählen. Fünf. Sechs. Hört auf zu zählen. Ihr seid nicht hilfreich. Das war die sieben, glaube ich, ne? Acht. Ich glaube, wir uns einfach alle umbringen. Na, komm schon. Nicht so viel, Heather. Du hast noch zwei, drei Pferde. Dojo, herzlichen Dank für deinen Prime. Ich meine doch, ich habe doch gerade was gehört. Ich bringe gerade Pferde um, da kann ich mich gerade nicht so auf Katzen konzentrieren. Oh Gott, wenn ich jetzt... So. Waren das 12? Muss mal. Waren noch 12, oder? Waren es nicht 12? Habe ich eins übersehen? Ich glaube, das war's oder ich bin tot. Ah, das sieht aus, als kommt der Fluch, ne? Sind Matheaufgaben bei Animal Offense? Naja. Nee. Let the show begin. Wieso? Ich dachte, ich hab ich nicht? Oh nein. What? Oh nein. Ich weiß gerade immer noch nicht, ob ich es jetzt richtig gemacht habe oder ob ich es nicht richtig gemacht habe. Super gemacht, alles wieder. Who the fuck?
Ja, Moment. So, Fremd. Die Pferde waren erstens schon tot. So, Moment. Erstmal, das Erste, was ich jetzt mache, ist mich mal heilen, weil ich bin nämlich fast tot. Zweitens würde ich ja schon ganz gerne jetzt die Schrotflinte nehmen. Wir können aber erstmal gucken, was macht die denn, wenn man viermal drauf schießt. Wo ist sie denn? Ist sie im Pferd? Das Pferd wackelt so. Ich wette, sie ist im Pferd. Ah, die ist da! Oh, ist das wieder so ein... Warte mal. Ist das jetzt, dass ich wieder die Pferde umbringen muss oder so ein Quatsch? Nee. Nimm dies! Ich glaube, ich muss sie jetzt umbringen, wa? Wo ist sie denn? Bleib mal ein bisschen in Bewegung. Da kommt sie. Sie kommt. Nee, sie geht. Nee, sie geht. Da kommt sie. Nein, sie geht. Was ist denn mit ihr? Bleiben Sie doch mal hier. Ich möchte auch nur mit Ihnen reden. Mit meinem Schwert. Schade. Heather. Nicht aufgeben, Heather. Und nicht nachlassen. Das wäre jetzt auch viel zu einfach gewesen, ne? Ich habe es nämlich schon wieder gehört. Okay. Ja, nee, Moment. In dem Fall. Ihr blockt die einfach. Willst du mich verarschen? Ich muss gerade sagen, du kannst keine Schrotflinte blocken. Was denn jetzt? Harte Verschwendung, wa? Ne, nicht mit dem Rohr hauen. Haben wir noch? Nee. Ey, guck mal, einen Schuss habe ich auch noch. Alles klar, Moment. Ich glaube, Katana ging... ist machbar. Sie hat keine... Das ist natürlich Kacke. Das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Wie oft kommt die denn jetzt noch mit wie vielen Waffen? Vielleicht kommt sie mit Panzerfaust. Ich habe nicht mehr so viel Energie, Freunde. Ist jetzt wieder eine Schusswaffe? Wenn ja, bin ich nicht Freund der Nummer. Was hat sie jetzt? Ein Schlägel? Was hat sie denn da? Sie hat eine fucking Maschinenpistole. Ne, was hat sie denn? Warum haut sie mich damit? Ich habe gerade das Gefühl, das ist meine beste mit Taktik. Ich sollte mal... Oh Gott, ich habe nur noch drei Dings, alles, ne?
Er hat eine Bohrmaschine? Keine Bohrmaschine. Was mache ich hier eigentlich? Wen, was bekämpfe ich? Was soll das? Also man kann ja viel mit mir machen, ne? So, jetzt aber. Nach was sieht er denn aus? Nach einer Bohrmaschine. Ist recht. Wieso habe ich keine Bohrmaschine? Habe ich die auch verpasst? Holy moly, ey. Was ist dieses Spiel? Es wäre besser für mich zu sterben. Man braucht ja keine Angst davor zu haben. Dass keiner GG schreibt, macht mir Angst. Dieses Kind, dieser Dämon. Wenn ich an den endlosen Schmerz denke bei seiner Geburt, statt des Leidens und der Grausamkeit, die ich in diesem Krankenzimmer tragen musste. Gigi, dankeschön. Ich habe gerade erste Phase, ey. Will ich mir einen sanfteren und friedvolleren Tod gewähren? Warum sträube ich mich? Ich habe mich nie für einen solchen Narren gehalten. Alessa. Es ist schon seltsam für mich, dich so zu nennen, denn du bist ich. Aber weißt du was? Du und ich denken unterschiedlich. Und nicht, dass ich mich nicht an das Krankenzimmer erinnere. Na dann. War es das hier? So gewesen jetzt? Vom Ding her? Kann ich jetzt hier gehen? Nie wieder Vergnügungspark? Kein Hanepark Soltau? Kein Disneyland? Kann ich wieder ins Disneyland? Oh, dieses Spiel macht mich... Wenn ich hier nicht gleich abspeichern kann, bin ich beleidigt. Och, bisschen Story. Was haben wir denn hier? Befleckt vom Bösen dieser Welt halten wir unser Leid in uns. Nur du kannst unsere Wunden heilen. Morgens, nachmittags, abends und nachts rufen wir deinen Namen und beten für den Tag des wundersamen Abstiegs. Abstiegs, auch schön. Finde ich aber ganz schön, dass das hier wirklich steht. Also, ne? Da haben sie sich Mühe gegeben. Man könnte jetzt auch im Krickelkrackel stehen und dann einfach der Text, ja, ja, glaub mal. Ich gebe dir uneingeschränkt meinen Körper und meine ewige Seele. Welche Dunkelheit mich auch befallen mag, ich werde sie mit dir an meiner Seite ertragen. Geht das schon wieder los mit diesen... Als Beweis deiner wundersamen Stärke führe unsere gehorsamen und willigen Seelen auf den Weg ins Paradies, o Herr. Wir werden den Mächten der Versuchung nicht nachgeben, solange du in unseren Herzen bist. Kurti Pause? Es ist gleich sowieso. Also ich wollte ja nur so zwei Stündchen machen. Kurti ist da, Kurti ist aber außerhalb der Webcam tatsächlich. Der hat sich ein bisschen woanders verkrümelt. Ich möchte den jetzt nicht hinzuführen. Aber macht ruhig eine Kurti Pause. Ich bin da ganz entspannt. O Herr, rette uns mit deinem Erbarmen. O Herr, überschütte uns mit deinem Segen. O Herr, begünstige uns mit deiner Fülle. Und Geld. Schönen Tag, lieber Gott. Ja, es geht mir so ganz gut. Ich bin eigentlich zufrieden und es geht mir auch ganz gut. Ich habe ein Dach über meinem Kopf. Ja, schön. Ein bisschen Geld, ein bisschen Gold. Ach so. Mach's es nicht einfach. Da steht etwas auf der Tür. Die Tür ist das Tor, das zum Weg ins Paradies führt. Umschließe den Busen der Heiligen Mutter, bekenne deine Sünden und empfange Vergebung. Der ewige Frieden kann dir gehören. Ich würde ja abspeichern, würde ich gerne. Wasn't it?
He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Ja, ja, aber haben Sie auch eine Waffe? The time is not yet at hand. The time when all will be forgiven their sins. When the paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Alessa, is it you? Oh, how I've missed you. I don't need another world. It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We all need God's salvation. Listen, suffering is a fact of life. Oh, die Wahrheit. You learn how to deal with that or you go under. You can stay in your own little dream world, but you can't keep hurting other people. Der Controller vibriert hart, also schüttelt euch wieder. Ja, hurting und umgebracht. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that we need God. You self-righteous witch! No one asked you to help! Es ist der Hass. Holy moly. Oh boy, was haben wir hier? Ich habe die Tarotkarte Auge der Nacht. Oh, davon habe ich schon mal irgendwo was gehört, gelesen, Tarotkarten. Fand sie in der Kapelle, aber ist das eine echte Tarotkarte? Man weiß es nicht. The Eye of the Night. Okay. Wir bekommen heute noch mindestens 10 Minuten Kurti Streichelstream. Ja, ich locke ihn gleich mal, aber er schläft. Ich geh mal. Erstmal speichern wir es ab. Eieiei, ey, da ist aber einiges jetzt gerade wieder passiert, wa? Wie viele Speicherstellen habe ich? Ich habe nicht mehr so viel. Ich glaube, 2 habe ich noch. Mal ganz kurz hier in der Kapelle nochmal gucken. Oh, wir können uns auch Bilder angucken. Oh, is this a riddle? Ich komme nach Hause und was sehe ich auf dem Tisch? Nichts. 6 Glaube. Oh, weia, das ist... Okay, nee, das kann ich nicht mehr hin. Jetzt, das machen wir das nächste Mal, glaube ich. Wenn das ein Rätsel ist, ich muss mal gucken, kommt man hier theoretisch direkt raus? Ja, würde gehen. Okay, alles klar. Das wollte ich aber gar nicht. Ich hätte gedacht, ich bin drinnen geblieben. Nee, das geht nicht mehr. Wenn die Speicherplätze blinken, kannst du nicht... Das ist eine Einmal-Memory-Card. Mit der Orgel kann ich nichts anfangen. Ich weiß sowieso nicht, wie man sie spielt. Okay. Nur mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas... Ich kann mal alles das nächste Mal machen, aber... Schloss ist kaputt. Ey, also der, sagen wir es, wie es ist. Das war gerade sehr anstrengend, dieser Freizeitpark. Meine Güte, also das war einfach Terror. Das war einfach kompletter Terror. Fand ich schon interessant. Aber ich sag mal so, das brauche ich jetzt erstmal nicht normal.
Also ich dachte, das Krankenhaus war jetzt schon krass, weil da die ganze Zeit so Shit passiert und so. Aber das war jetzt noch eine andere Nummer. Das Haus war super. Das Haus war tatsächlich, fand ich auch sehr, sehr gut. Das Haus fand ich sehr unterhaltsam. Ich hätte mir da fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Also einfach noch so ein bisschen mehr Psycho-Shit. Das fand ich eigentlich sehr schön. Aber das war was. Ach, Halo. Ach, komm, nicht Halo. Oh, nicht Halo. Ach, ja, das ist besser. Hast du auch Silent Hill 2 gespielt? Oh boy, habe ich Silent Hill 2 gespielt. Ja, ja, mehrfach. Also ich habe es einmal, bei Time to 3 kannst du dir das angucken, auf dem YouTube-Kanal Time to 3. Da habe ich das Spiel gespielt. Silent Hill 1 habe ich übrigens auch gespielt. Also Silent Hill 2 habe ich als Let's Play-Projekt quasi gemacht, nicht live. Und Silent Hill 1 habe ich als Tagebuch gemacht, also quasi das zusammengeschnitten und erzählt, was ich da gemacht habe. Das findest du bei der Supercoursebook auf dem YouTube-Kanal. Den ich auch noch habe. Also da ist schon alles soweit abgehakt. 1 und 2. Da Dopsy hat freundlicherweise das nochmal hineingetan in den Chat. Da kannst du mal gucken. Also YouTube, Superkreuzburg, das ist das Ding. Und Time to 3 findest du auch bei YouTube. Ui. Ich bin ein bisschen gespannt. Also nur, dass ich es nochmal verstanden habe. Heather und Claudia, also Heather ist jetzt Alessa. Alessa ist einfach, hat sich wieder gespalten dann ja eigentlich. Weil in Silent Hill 1 hat sie ja eigentlich das Baby, hat sie ja Harry gegeben. Ich frage mich jetzt halt nur gerade, ob das wieder so eine, also hat Heather sich jetzt wieder gespalten in... In Claudia? Nee, das kann ja mal nicht sein. Der Claudia ist nicht die andere Hälfte. Nee, kann nicht sein. Nee. Dann hat sich Heather nicht gespalten, sondern Heather hat sich einfach hier in Silent Hill 3 ist einfach Alessa. Alessa hat sich gezweiteilt quasi geistig und hat sich da ins Ding reingetan. In Heather, in zwei Persönlichkeiten, nur halt in einer Person, ne? Okay, so. Wer Claudia jetzt genau ist, ich vermute, sie ist die Tochter von Dahlia, kann das sein? Ich finde ja visuell so ein bisschen Ähnlichkeit. Also von der, klar, die Figur an sich ist sehr gleich, aber ich glaube ja. So, Douglas ist einfach nur ein Privatdetektiv, der Alessa zurückholen sollte, also Heather. Und dann bleibt jetzt noch Vincent, bleibt noch, und das war's, ne? Mehr haben wir jetzt eigentlich nicht mehr. Douglas hat sich eigentlich soweit erledigt. Dann ist jetzt, gibt's noch Vincent. Und was mit Vincent ist, wissen wir jetzt aber gerade auch noch nicht. Also die haben auf jeden Fall, gibt's einen Zusammenhang zwischen den beiden, zwischen Claudia, ja, und Vincent. So, Leonard hat sich ja erledigt. Das war der Vater von Claudia. Wenn sie dann die Tochter ist von Dahlia, dann müsste, ja, zumindest... Nee, das kann aber eigentlich nicht so richtig sein. Obwohl, ich weiß gar nicht. Wer der Vater war, weiß ich nämlich gar nicht mehr. Von Claudia? Nee, von Cheryl und Alessa. Cheryl und Alessa waren Alessa und die Mutter war Dahlia. Und kann das jetzt... Naja, klar, weil die hat ja Schwester gesagt. Alles klar, dann ist Claudia auf jeden Fall die Tochter von Dahlia. Ergibt Sinn. So, ja, das wollte ich nur noch mal gerade für mich zusammenkriegen. Okay, also Kurti liegt da, warte, ich kann mal gucken, ob ich Kurti noch mal so ein bisschen reingezoomt kriege, Moment. Ich weiß nicht, ob er da drin ist, Moment, ich muss mal kurz gucken. Dann sehen wir auch noch mal ganz kurz Kurti. Ja, so ein bisschen. Ignoriert bitte die Weihnachtsgeschenke, das soll ein Geschenk sein. Achtung, Moment, hier haben wir Kurti. Ist das meine Kurti-Cam? Wo ist denn Kurti? Ich habe nämlich ja umgebaut. Das hier, nee, das ist sie nicht. Wo ist denn meine Kurti-Cam? Da ist meine Kurti-Cam. Da liegt er. Und er schläft aber gerade. Ich würde ihn jetzt ungern wach streicheln, wenn er gerade so ruhig da liegt. Aber ihr könnt euch das ja vorstellen. Also er ist ja weich und flauschig, wenn ich ihn jetzt anfassen würde, dann... Würde ich ihn jetzt so, dann
Das ist der Kurti. Kurti geht's gut. Kurti hat sich sehr gefreut heute, dass ich da war. Er hat sehr viel Lab verlangt wieder. Aber ihm geht's gut. Ist ein Roundboy. So, was ist jetzt eigentlich mit unserem Baguette? Unserem Brot. Ist unser Brot jetzt mal? Ist immer noch nicht, ne? Schade. Bin sehr gespannt, ob das jemals oder ob das einfach zu sehr nach Geschlechtsteil aussieht oder so. Na gut. Kurti beschwert sich heute gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Also der hatte eben gerade seine Poop-Phase. Ich glaube, der schläft jetzt einfach schon ein bisschen und dann wird er wahrscheinlich so in einer Stunde, wenn hier dann Feierabend ist offiziell, dann wird er, glaube ich, nochmal richtig aufdrehen. Das macht er immer kurz bevor wir ins Bett gehen, weil er denkt, jetzt geht's nochmal richtig ab. Aber im Moment schleppt er einfach nur. Ach, so ein kleiner süßer Junge. Ich habe so Spaß mit ihm. So, okay, also wir sehen uns morgen um 8 wieder. Ich kann auch nicht einschätzen, wie lang das Spiel jetzt noch geht. Da bin ich ein bisschen gespannt. Aber es zieht sich ja eigentlich schon so ein bisschen zu. So viel ist ja eigentlich nicht mehr zu tun, ne? Letztes Mal womöglich. Also so 2-3 Stunden hältst du für realistisch? Du hast gerade meinen Skill nochmal bewerten können. So, ich habe halt keine Munition. Ja, wirklich, ich habe keine Munition. Keine Bohrmaschine, nix. Und halt nur eingeschränkt Skill. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber ich lasse mich überraschen. Aber dann schaffen wir das ja schon auf jeden Fall noch vor Weihnachten, wa? Geil. Wäre jetzt mein Verdacht. Aber ja, na, mal gucken. Ja, mal schauen. Also worauf ich wirklich nochmal Bock hätte, wäre vielleicht noch so einen kleinen Retro-Stream vor Weihnachten, so Dungeon Keeper 2. Irgendwie habe ich da total Bock drauf. Müsste ich auch zum Laufen kriegen. Das heißt, wenn im besten Fall, ich guck mal, das müsst ihr mir dann einfach im nächsten Stream sagen morgen, wenn ich so, weiß ich nicht, wenn ich so denke, okay, ich würde jetzt eigentlich vielleicht langsam aufhören und sage, nee, es ist vielleicht noch eine halbe Stunde, dann klären wir das nämlich morgen, dann würde ich da nämlich einfach ein bisschen länger machen, dass wir das haben, weil ich ungern jetzt irgendwie so dann direkt da, ne, und so, ihr wisst Bescheid. Ey, vielen Dank wieder mal, Dopsy, herzlichen Dank, eigentlich alle, die wieder da waren, ne, alle, die wieder da waren, ich freue mich da sehr, und wenn alles glatt läuft, haben wir vielleicht auch nur Weihnachten ein Brot-Emoji, da freue ich mich persönlich sehr drüber. Ich glaube, ich würde mal den Pyramid Bread vielleicht mal angehen. Ich finde diese Idee sehr schön, dass er einfach wirklich so Pyramid Bread mit einem großen Baguette hinter sich herzieht. Das müsste eigentlich machbar sein. Ja, naja, gut. Okay, ey, herzlichen Dank. Das war's. Kurti schläft, mir geht's gut. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich merke wirklich, wie dieser Stress, der ist durchgekommen jetzt gerade. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass hier jetzt diese Küche ist und dass ich da nicht gestorben bin. Das finde ich schön. Samurai-Schnecke hat. Das sieht aus, aber auch wie entweder ein Wurm oder ein Pflaster. Aber es könnte auch ein Baguette sein. Ach, es war keine Bohrmaschine, eine Submachine Gun. Die hat aber die wahrscheinlich nicht benutzt, weil ich keine Munition mehr hatte, ne? Damit es nicht unfair wird. War das? Moment. Kann das sein, dass das die Alessa war? Die zweite Alessa von uns? Von Heather? Ich habe mich nämlich gefragt, wer das sein soll. Würde ja erklären, warum die Waffen hat. Da denke ich nochmal drüber nach. Herzlichen Dank, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Naja, selbe Kleidung und so. Ja, ist vielleicht gar nicht so kompliziert, wie ich jetzt dachte, dass es ist, aber ich bin da nicht drauf. Ich bin erst jetzt drauf. Es hat ein bisschen gedauert, nochmal irgendwie 10 Minuten, aber immerhin. Macht's gut. Ciao, ciao.